außer Thesen nichts gewesen. Martin, glaubst du wirklich, in 500 Jahren interessiert das noch jemanden? Vielleicht ist es ganz einfach. Ich stelle mir die Frage, wie kann ich mit meinem Leben vor Gott und den Menschen bestehen? Ich habe ja auch Schuld auf mich geladen in meinem Leben. Und ich denke, diese Frage ist für jeden Menschen, egal zu welcher Zeit, wichtig. Wie oft habe ich gespürt, dass ich Dinge gesagt und getan habe, die falsch waren und Menschen damit verängstigt und verletzt. Früher hatte ich oft die Angst, dass Gott mich dafür fürchterlich bestraft. Und mit dieser Angst habe ich immer gelebt. Wie hast du es jetzt geschafft, da rauszukommen? Damals in Erfurt im Kloster und später in Wittenberg habe ich viel in der Bibel gelesen. Und ich weiß noch, wie heute im Römerbrief des Paulus habe ich einen ganz besonderen Gedanken entdeckt. Ich habe kapiert, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Dass er mich so annimmt, wie ich bin. Ohne jegliche Vorleistung bin ich für ihn sein geliebtes Geschöpf. Das ist wie ein tiefes Aufatmen und wie eine Erlösung aus aller Angst für mich geworden. Und in 500 Jahren, meinst du, die Leute verstehen das noch? Die sind berührt davon? Mag sein, dass sich die Welt weiterdreht in den nächsten 500 Jahren und wir manches nicht verstehen werden, was dann kommt. Aber die eine Sache bleibt. Jeder Mensch hungert danach, dass ihm einer sagt, du bist richtig, du bist angenommen, so wie du bist. Und Gott tut das. Und damit gibt er uns ein großartiges Geschenk. Aber ich muss dich jetzt einfach noch mal was anderes fragen, weil man sagt, du hast diese Erkenntnis in deinem Studierzimmer gehabt. Stimmt das? Du weißt ja, Herr Käthe, mit meinem Magen und allem Gedärm, das war nicht erst seit gestern in großer Unordnung. Und wenn du denkst, dass eine Pointe die Leute besser dabei hält, dass sie zusehen und zuhören, dann soll das so sein. Es war also nicht das Studierzimmer. Es war ein anderer Locus. Es war das Klo. Die Kloake scheint ein rechter Ort zu sein, um auch in der Bibel zu lesen. Kein Ort ist also zu unheilig, um Neues über sich selbst und über Gott zu erfahren. Eben dort, wo der Mensch ist, wie er ist, empfindlich und nackt, wo keiner sich selbst oder anderen etwas vormachen kann, dort hat mir der Heilige Geist die Kunst eingegeben. Wenn das so ist, ist es ja eigentlich shit egal, wo du diese Erkenntnis gehabt hast. Aber das Wichtige ist doch, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Dass diese Liebe uns frei macht und dass wir nicht in Vorleistung treten müssen und dass wir mit dieser Liebe Gott und vor allen Dingen auch den anderen Menschen begegnen können. Gott behütet.